vergessen sie ihr ganzes Leben lang nicht, dass sie Diakon sind. Das Wichtigste ist erstmal die Familie. Da hat man sich drauf eingelassen und da muss man dafür sorgen, dass das in Ordnung ist. Wenn wir Christen nicht zusammenhalten, werden wir zu einer Randerscheinung, zu einer Bedeutungslosen. Es geht um das Tun und nicht um das Reden. Habt euch eigentlich schon mal gefragt, ob der Heilige Geist jemanden, den er zum Priesteramt beruft, automatisch auch zur Ehelosigkeit beruft? Es muss die Liebe erfahrbar gemacht werden, so wie es im ersten und zweiten Gebot steht, du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Wir brauchen gute Seelsorger, wenn wir nicht zur bedeutungslosen Randerscheinung der Gesellschaft geraten wollen. Ein alter Beruf entsteht neu. Mit dieser Überschrift hat die Bistumszeitung Der Dom vor 50 Jahren die Weihe der ersten 15 ständigen Diakone im Erzbistum Paderborn angekündigt. 50 Jahre sind es nun her, dass am 10. Oktober 1971 durch Erzbischof Lorenz Kardinal Jäger die ersten Männer zu ständigen Diakonen geweiht wurden. Diakon Brinkfried Schubert und Diakon Wilhelm Winkelmann gehören zu diesen ersten 15 Männern. Ich habe meinen Schülern immer das als Dreieck dargestellt. Gottesliebe, Nächstenliebe, Eigenliebe. Ich kann den Nächsten nicht lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Ich kann aber auch Gott nicht lieben, wenn ich den Nächsten nicht liebe. Und deswegen ist die Wiedereinführung des ständigen Diakonats ganz, ganz wichtig gewesen. Gerade um der Welt klarzumachen, die Kirche hat in erster Linie zu dienen und nicht zu herrschen. In meiner Arbeit als Geschäftsführer kollidierte natürlich der Diakonat. Ist ja klar, wenn man auf der einen Seite Chef ist und auf der anderen Seite Seelsorger, das ist nicht so einfach. Und deswegen habe ich ja dann meinen großen Einsatz erst nach meiner beruflichen Tätigkeit gehabt. Der Diakon mit Zivilberuf lebt seine Berufung und übt sein Amt aus, zumeist eingebunden in Ehe und Familie. Lecker. Dabei ist die Reihenfolge wichtig, damit die Lebensbereiche in einem guten Verhältnis stehen. Das Wichtigste ist erstmal die Familie. Da hat man sich drauf eingelassen und da muss man dafür sorgen, dass das in Ordnung ist. Denn ohne Familie, die ja der tragende Grund für den Diakon ist, geht es nicht. Und wenn er dann noch beruflich tätig ist, dann ist das auch sehr wichtig, sodass dann der Diakonat, der Dienst des Diakons, eigentlich eine Sache ist, die dann zusätzlich dazukommt. Für Diakon Brinkfried Schubert geht es in der katholischen Kirche viel zu sehr um Ämter und Macht. Das Wort Diakon kommt vom altgriechischen Diakonos und bedeutet Diener oder Helfer. Dabei beschränkt sich die Aufgabe des Diakons nicht nur auf den Gottesdienst und die Verkündigung, sondern besonders auf den Dienst am Nächsten. Und genau darum muss es laut dem 89-Jährigen gehen, den Menschen zu dienen und für sie da zu sein, unabhängig von Konfession und Religion. Ich befürchte, dass die Säkularisation weiter voranschreitet. Das bedeutet, dass erst recht die Christen alles nur Menschenmögliche tun müssen, um zusammenzuhalten, zusammenzuwirken und gemeinsam auch Gottesdienste zu feiern. Wenn wir Christen nicht zusammenhalten, werden wir zu einer Randerscheinung, zu einer bedeutungslosen. Für Diakon Wilhelm Winkelmann aber kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Diener oder Helfer können eben auch Dienerin oder Helferin sein. Es geht darum, dass wir erkennen, dass Gott Mann und Frau ist. Denn Gott hat den Menschen, so steht es in der Bibel, nach seinem Bild als Mann und Frau erschaffen. Die alleinige männliche Seite Gottes zu vertreten, ist nicht ausreichend. Wir brauchen auch die weibliche Seite Gottes dazu. Es gibt viele Aufgaben und dafür brauchen wir auch viele Menschen. Und da sollten die Menschen das tun, was ihnen am besten liegt. In der Kirche nannte man das früher immer Charisma.
Als ständiger Diakon eingesetzt, hatte Brinkfried Schubert eine große, eine übergeordnete Aufgabe. Das authentische Leben und die Weitergabe des Glaubens. Für ihn, der seit mehr als 65 Jahren verheiratet ist, geht es um weit mehr als um kirchliche Gesetze. Ich habe mal gefragt, in der Dekanatskonferenz, meine Mitbrüder, habt euch eigentlich schon mal gefragt, ob der Heilige Geist jemanden, den er zum Priesteramt beruft, automatisch auch zur Ehelosigkeit beruft? In den ersten 1000 Jahren hat er das nicht getan. Hat er sich damals geirrt oder hat er sich heute? Großes Gelächter. Ich will nicht, dass die Kirchen dem Zeitgeist hinterherlaufen, aber dass sie zeitgemäß handeln, den Menschen von heute die Wahrheiten des Glaubens nahebringen, auf die heute verständliche Weise. Und ich glaube, dass der Diakonat eine Möglichkeit ist, das aufzuhalten, weil wir noch näher am Menschen dran sind. Die Nähe zum Menschen. Wilhelm Winckelmann hat genau diese Nähe nach dem Ende seines Zivilberufes als Sozialarbeiter 25 Jahre lang gefunden. In sehr emotionalen Gesprächen. Bei mir haben sich die Menschen dann in der Regel nach ziemlich kurzer Zeit geöffnet. Eine Frau sagte mir, ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles erzähle. Das könnte ich niemals meiner Mutter und auch nicht meiner Therapeutin erzählen. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass sie sich von mir angenommen und verstanden fühlt. Ich hatte laufend Menschen zu tun, die vor dieser Frage standen, bringe ich mich um? Oder kriege ich doch noch die Kurve, bekomme ich doch noch die Hilfe, die ich brauche, um gesund zu werden? Und das waren unheimlich spannende Prozesse. Und so stelle ich mir Nachfolge Jesu vor, der geheilt hat, was verwundet ist. Der ständige Diakon. Eine uralte und doch so junge Berufung, die das Zweite Vatikanische Konzil wiederhergestellt hat und als ein für die Kirche im höchsten Maße lebensnotwendiges Amt bezeichnet. Seit nunmehr 50 Jahren wird dieser Schatz im Erzbistum Paderborn mit Dankbarkeit und auf vielfältige Weise gehoben.